Also, einen wunderschönen guten Tag nochmal. Herzlich willkommen hier zum Add-on MetaTrader 4, MetaTrader 5 Webinar am 25.07.2019. Wir werden einige Punkte des MetaTraders besprechen, Fragen von euch beantworten, die ihr da stellt. Wir werden meine Setups auch anschauen und daran einiges erklären. Das erstmal vorrangig im MetaTrader 4, da ich nach wie vor noch mit dem MetaTrader 4 arbeite, aber dann auch zeitnah auf den MetaTrader 5 mal wechseln werde. Somit, wenn wir noch Zeit haben, werden wir natürlich heute auch auf den MetaTrader 5 überswitchen und natürlich eben vorrangig auch Fragen eurerseits beantworten und eben die Grundeinstellungen bis hin zu Indikatoreninstallationen und so weiter durchgehen und das im Endeffekt dann auch besprechen. Bevor wir das machen, nochmal ganz kurz der Blick auf den Risikohinweis. Er ist zwar an dieser Stelle nicht ganz so angebracht, da wir hier nicht live handeln und auch keine Marktbedingungen durchsprechen. Dennoch bitte ich darauf zu achten, dass ihr grundsätzlich beim Traden natürlich mit Stops arbeiten solltet, dass ihr beim Traden eure Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, definitiv nicht als irgendeine Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als Informationsquelle zusätzlich zu euren eigenen Analysen, zu euren eigenen Trading. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann findet ihr natürlich weitere Informationen auf der euch bekannten Website von www.jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir mal auf den MetaTrader und starten erstmal logischerweise, wenn man diesen installiert. Man hat die Möglichkeit, diesen dann auf der Website von jfdbank.com, gehen wir dort mal hin, auf die Website, entsprechend auf die Startseite und ihr geht entsprechend auf den Punkt Trading, jetzt muss ich erstmal Trading und dann hier hinten auf die Handelsplattform MetaTrader 4 oder entsprechend auf die Handelsplattform MetaTrader 5, klickt dort drauf und dann habt ihr die Möglichkeit, hier euch für ein Demo-Konto oder eben für ein reelles Konto direkt anzumelden. Scrollt hier nach unten, dann habt ihr hier, registrieren Sie sich jetzt, da einfach dann mal draufklicken. Und dann kommt ihr erstmal auf den Punkt, wo ihr eine Real-Kontoeröffnung machen könnt. Könnt ihr natürlich auch gleich tun, aber es bietet sich auch an, hier ein Demo-Konto zu eröffnen. Dann müsst ihr hier so ein paar Daten eurerseits eingeben. Einfach Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Hier unten dann entsprechend die Häkchen setzen für interessante Newsletter, dass ihr die AGBs bestätigt. Und hier oben rechts wählt ihr dann die entsprechende Plattform aus, die ihr haben möchtet, MT4 oder MT5. MT5 ist wichtig, wenn ihr physische Aktien handeln wollt, also wenn ihr die Aktien, also richtig physische Aktien, nicht CFDs auf Aktien, sondern physische Aktien handeln wollt, was JFD mittlerweile auch anbietet, zum Beispiel die S&P-Aktien, DAX-Aktien, die kann man auch physisch handeln mittlerweile. Also dann ist der MetaTrader 5 quasi Pflicht, ansonsten könnt ihr auch ohne Probleme mit dem MetaTrader 4 arbeiten, dann eben entsprechend den Hauptwohnsitz angeben. Kontowährung ist natürlich wichtig und hier empfehle ich immer, dann eben wirklich die Kontowährung zu nutzen, die man dann auch später nutzt, also in dem Fall für die meisten wahrscheinlich Euro oder Schweizer Franken. Für die wenigsten von uns macht Euro, macht US-Dollar oder britischer Pfund Sinn. Ja, für mich ist es dann natürlich Euro. Und als Einzahlungssumme würde ich entsprechend auch eine Summe wählen, die dann später realistisch ist. Ja, 25.000, 50.000, vielleicht auch nur 5.000 Euro. Man könnte hier bis zu 5 Millionen gehen. Das ist natürlich schön und man kann dann natürlich auch so ein bisschen rumspielen. Aber man sollte in meinen Augen natürlich auch das Ganze mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrachten. Und hier macht es dann nicht Sinn, mit einem Konto, mit einer Kontogröße zu üben, im Prinzip Trockenschwimmen zu betreiben, was man später dann erst gar nicht hat, sondern sollte hier schon im Endeffekt so anfangen, wie es dann auch später im Endeffekt Sinn macht, beziehungsweise was man dann später auch an Geld gegebenenfalls einzahlt. Dann entsprechend auf Registrieren gehen, dann bekommt man eine Bestätigungsmail. Das ist alles sehr, sehr gut beschrieben. Und dann auch der Installationsanleitung ist sehr, sehr gut beschrieben und dann installiert sich nahezu der MetaTrader automatisch und ihr habt dann im Desktop, bekommt dann im Desktop so ein Icon, MetaTrader 4 oder MetaTrader 5, je nachdem, was ihr dann installiert. Einfach doppelklicken, ich denke, das kennt jeder und dann öffnet sich entsprechend der MetaTrader. So, dann ist in der Regel hier unten, ich nehme mal so ein Zeichenwerkzeug dazu, zeichne das mal ein. So, also ihr habt dann hier unten in der Regel erstmal sind es so 4, 5, 6 Märkte, die hier unten geöffnet sind. Das sind die Märkte, die man sich einstellen kann. Ihr seht, dass ich hier eine ganze Menge mehr habe. Da gehen wir eben gleich mal drauf ein, wie man das macht, wie man sich diese Märkte hinten anlegt, wie man dann entsprechend auch die Layouts dazu anlegt. Ihr habt dann hier, wenn ihr unten auf diese Reiter klickt, könnt ihr dann zwischen verschiedenen Märkten, beziehungsweise habe ich dann teilweise immer noch andere Einstellungen zu verschiedenen Märkten, andere Chartdarstellungen,
Einstellungen. Und wenn wir das einfach mal durchklicken, seht ihr, dass ich hier eine ganze Menge hinterlegt habe. Und wer mich schon ein Weilchen verfolgt, der weiß, dass ich mit diesen ganzen Märkten, auch mit den verschiedensten Einstellungen, dann eben agiere, handle, Setups entwickle, und somit hier auch diese ganzen Einstellungen zum größten Teil nutze, wobei ich hier zugegebenermaßen dann auch mal aufräumen muss. Wie stellt man sich das Ganze ein? Es gibt hier oben links den Button Marktübersicht. Man könnte auch auf den Punkt Ansicht gehen, auf den Punkt Marktübersicht. Das ist gehuppt wie gesprungen quasi. Man geht auf den Punkt Marktübersicht und hat jetzt hier eine Liste an Märkten und an Aktien, die zur Verfügung stehen. Wobei es hier, wie gesagt, im MetaTrader alles, was hier nach Aktie aussieht, steht dahinter auch. Das sind dann CFDs auf Aktien. Das hat im Endeffekt kleine Unterschiede, teilweise im Spread, teilweise sind die Kosten geringer oder manchmal auch höher, also da muss man dann wirklich sich mit beschäftigen. Unterschied CFDs auf Aktien und physische Aktien. Aber man hat hier dann eben auch schon eine ganze Menge CFDs auf Aktien. Man hat Währungen, Forex-Märkte, Indizes, Rohstoffe, alles Mögliche. Und wenn man hier nach unten scrollt, sieht man, da kommen dann zum Beispiel hier bei mir am Ende, das ist manchmal auch anders so sortiert, kommen dann extrem viele Forex-Paare. Wir haben hier unten im Prinzip Bitcoin und Co., also die ganzen Kryptowährungen. Und wir haben hier dann noch ein paar weitere Indizes und so weiter und so weiter. Und wir scrollen jetzt mal wieder ganz nach oben, denn die ersten Märkte, die hier oben alle offen sind, ihr seht, das sieht so ein bisschen bunt aus, das sind all die Märkte, die ich schon als Chart geöffnet habe. Also es geht hier, glaube ich, bis Wirecard, bis zu dieser Aktie Wirecard. Das sind alle Märkte, die ich hier unten dann bereits offen habe. Und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Das sind eine ganze Menge Währungspaare, die wir teilweise im Devisenradar oder in den Livestreams, im Live-Trading-Room besprechen, Setups besprechen, manchmal eben auch handeln. Und ihr seht, das ist hier eine ganze Menge. Und ihr habt hier rechts so zwei Pfeiltasten. Da kann man dann nach rechts, bei mir eine ganze Weile nach rechts klicken. Ja, irgendwann hört das natürlich auf. Dann ist da ein Ende. Ja, bei mir eine ganze Menge. So, jetzt hört es auf, ne? Und dann eben wieder nach links klicken. Und dann kommt man im Endeffekt dann, ihr seht gleich hinterlegt, hier entsprechend den Euro-US-Dollar, den ich aktuell offen habe. Da kommt da, hier weiß hinterlegt, der Chart ist offen. Und ihr könnt natürlich hier zum einen nach links und rechts klicken. Eigentlich ist es so, dass man hier das ein bisschen aufräumen sollte, sollte ich auch zukünftig dann mal machen, dass man natürlich hier nicht ewig immer nach rechts und links klickt, sondern dass man entsprechend dann hier einfach die Märkte, die man auch wirklich handelt, die man wirklich braucht, dann entsprechend als Reiter hat. Wie öffnet man sich das? Ihr geht dann einfach, wenn ihr einen neuen Markt eröffnen wollt, einfach hier in dieser Leiste sich das raussuchen, was man möchte. Man kann sich hier auch irgendwelche Aktien nehmen. Dann einfach auf den Punkt, ich bleibe mal oben beim, wir nehmen uns mal den Euro-US-Dollar nochmal, ja. Rechte Maustaste, dann hier neues Chartfenster öffnen. Dann kommt bei mir erstmal noch der Stereo-Trader, den ich hier mal installiert hatte. Das muss ich dann mal deinstallieren. Das vernachlässigen wir jetzt mal. Also es öffnet sich dann immer ein neuer Chart. Und ihr könnt, und das können wir uns gleich auch anschauen, dann eben entsprechend Vorlagen hinterlegen. Und diesem Chart dann ein Layout geben, wie ihr es gerne hättet, wie eben der Chart bei euch am besten auszusehen hat. Und das habe ich jetzt hier zum Beispiel mit dieser Vorlage JFD Grundlayout, ja, wo ich dann entsprechend dieses Layout irgendwann mal eingestellt habe, die Farben eingestellt habe, die Indikatoren, in dem Fall ist es die ATR eingestellt habe und ich speichere das dann einfach als Vorlage. Und man kann das auch noch anderweitig speichern und dann öffnet sich zum Beispiel das Chartbild immer mit mit dieser Vorlage, beziehungsweise könnt ihr diese Vorlage dann einfach abspeichern. Ihr könnt jetzt zum Beispiel rechte Maustaste auf Eigenschaften gehen. Wir machen das auch mal. Ich will nämlich in meiner Vorlage mal die farbliche Darstellung etwas ändern. Das können wir gleich an dieser Stelle mal machen, denn man sieht hier relativ unscharf die Kerzen, die nach oben gehen. Ja, das sind hier so die JFD-Farben. Ich habe jetzt hier die blaue und mit weißem Körper Kerzen, die nach oben gehen und schwarze Kerzen, die nach unten gehen. Und ich würde ganz gerne die Kerzen, die nach oben gehen, farblich hinterlegt haben. Also ich möchte den Körper auch farblich haben. Und man kann die fallenden Kerzen auch gerne hier eben schwarz lassen. Wir gehen dann hier auf rechte Maustaste irgendwo in den Chart, rechte Maustaste auf den Punkt Eigenschaften. Und Kerzen hoch, das sind die Kerzen, die wir anpassen wollen. Wir sehen das hier links dann auch im Bildchen, sehen, das ist weiß, ja, und wollen das jetzt mal in dieses Balken Hochfarbe 0, 181, 220 abändern. In dem Fall geht man hier drauf, gibt dann hier, Moment, das ist dann die 0, 181 und die 220. Und das haut dann eben noch nicht hin. Moment.
Das ist das hier drüben, muss man es glaube ich machen. Das bin ich selbst gerade. Genau. Also. So, jetzt haben wir diese Farbe. Farbe hinzufügen. Dann markiert man die einfach und geht auf OK. Und zack, haben wir jetzt diese Farbe, die ich hier haben möchte. Man kann natürlich auch einfach entsprechend hier sich irgendeine Farbe aussuchen. Ja, man muss jetzt nicht in dieses mit diesen Zahlen, so wie ich es auf Benutzer definiert gerade gemacht habe, machen, sondern man kann sich natürlich ganz simpel auch eine schon voreingestellte Farbe aussuchen. Und jetzt sehen wir, dass jetzt die Kerzen nach oben im Prinzip auch blau sind, viel, viel besser zu erkennen sind und die Kerzen, die nach unten gehen, im Prinzip schwarz sind, auch recht gut zu erkennen sind. Dann bestätige ich das. So, und jetzt möchte ich halt diese Vorlage, die ich vorher ja schon abgespeichert habe, einfach nochmal speichern. Ja, gehe hier dann im Prinzip auf Vorlage und dann auf Vorlage speichern. Ja, und kann jetzt hier dann einfach auf dieses JFD-Grundlayout, wie ich es vorher genannt hatte, oder Moment, hier JFD-Grundlayout, so hieß diese Vorlage, klicke da drauf, gehe auf den Punkt Speichern. Ja, ich möchte es ersetzen. Ja, und habe jetzt die Vorlage gespeichert. Und jetzt könnte man sich hier noch diverse Indikatoren hinzufügen, zum Beispiel auf den Punkt Einfügen gehen, auf den Punkt Indikatoren gehen. Und dann kann man hier diverse Möglichkeiten, Indikatoren einzufügen, Tendenzindikatoren, Oszillatoren, Volumenindikatoren, von Billy Williams Indikatoren und benutzerdefinierte Indikatoren. Da gibt es sehr, sehr, sehr viel Indikatorenmöglichkeiten. Es gibt auf dem freien Markt sehr, sehr viele Indikatoren, die man findet, die man sich entsprechend hier einspielen kann. Das zeige ich euch auch gleich, wie das dann funktioniert. Denn zum Beispiel solche Indikatoren wie dieses Display Symbol, es war ja gerade die Frage, wie heißt dieser Indikator dort oben? Das zeige ich euch gleich, wie man diese Indikatoren dann hereinbekommt. Können wir zum Beispiel auch mal anklicken, gehen hier nochmal unten auf, machen das auf 65, das ist erstmal egal. Und dann gehen wir hier entsprechend auf OK. Ja, und dann kommt zum Beispiel hier oben das, was eben die Frage war. Dieser Indikator heißt Display Symbol. Das ist ein Indikator, der von meinem Programmierer gebaut wurde. Den kann ich euch gerne zur Verfügung stellen. Den kann ich euch gerne zuschicken. Gebt mir einfach dazu eine E-Mail. Ich sende euch da, gebe euch gleich die E-Mail-Adresse nochmal im Moment. Und auch alle anderen Indikatoren. Moment, schreibe ich euch nochmal kurz jetzt hier. So, zack, habt ihr das nochmal? Also schreibt mir da gerne eine E-Mail, wenn ihr diesen Indikator haben wollt. Auch wenn ihr die anderen Indikatoren, die ich euch gleich noch vorstelle, haben möchtet, dann schreibt mir einfach, was ihr haben wollt und dann schicke ich euch das zu. Die sind erstmal, das ist alles kostenlos, also das ist jetzt erstmal kein Problem. So, und wenn ich jetzt wiederum sagen möchte, okay, so passt diese Vorlage, rechte Maustaste, Vorlage, Vorlage speichern, JFD-Grundlayout. So hieß das, ne? Kann man natürlich auch genauso anders nennen, ja, Test 1, Test 2, Test 3 oder Trading Grundlayout oder wie auch immer und geht dann auf Speichern. Wie gesagt, dann kam er hier, ob er es überschreibbar oder überschreiben möchte und dann ist das so. Ne? Also man kann sich hier wirklich austoben, man kann Durchschnitte reinlegen, man kann Oszillatoren reinlegen, also so wie man es gern hätte, man kann den Hintergrund verändern. Man kann ja wirklich sehr, sehr viel machen in den Punkteneinstellungen und dann kann man sich das fürs Auge schön machen. So, ihr wisst jetzt also, wie man neue Märkte festlegt. Wie gesagt, hier drin in der Marktübersicht, rechte Maustaste, neues Chartfenster, entsprechend dann eine Vorlage für dieses Chartfenster draufspielen oder öffnen und dann ist im Endeffekt dieser Chart dann auch so dargestellt, wie ihr es gerne möchtet. Wie ihr Indikatoren erstmal grundsätzlich einfügt, einfügen Indikatoren, das hatten wir gemacht und euch das hier dann raussucht. Ihr habt noch eine zweite Möglichkeit, gerade wenn es um Indikatoren geht, die ihr später reinspielt, was ich euch gerade gleich dann zeigen werde. Ihr geht hier auf diesen Punkt mit diesem Ordner und diesem Sternsymbol. Dieser Punkt heißt Navigator. Das gibt es dann auch wiederum in dieser Ansicht. Da heißt der Punkt ebenfalls Navigator. Gerade für diejenigen, die im MetaTrader 5 unterwegs sind, gibt es manche Dinge hier nicht so in diesen Bildchen, sondern da muss man auf den Punkt Ansicht gehen und sich das dann entsprechend darstellen. Geht ihr auf diesen Punkt Navigator. Wir schließen jetzt erstmal diese Marktübersicht, weil die brauchen wir nicht mehr. Einfach indem man hier auf das Kreuz klickt. Kann man auch wieder öffnen, indem man wieder aufs Bildchen klickt. Wieder aufs Kreuz klickt, beziehungsweise Bildchen, Bildchen, glaube ich, geht auch. Ja, immer nur auf Bildchen kommt es, geht es. Ja. So, jetzt haben wir hier diesen Punkt Navigator. Und wir sehen hier, wenn wir mal nach oben scrollen,
dass wir diverse, das ist wie so ein Unterordner, wie so viele, viele Unterordner. Dann kommt zum Beispiel der Unterordner Indikatoren und dann seht ihr eben genauso wie hier, wie wir das eben hier oben schon hatten, einfügen, Indikatoren und dann seht ihr hier Tendenz, Oszillatoren, Volumen, Bill Williams, Benutzer definiert. Ja, das alles. Und wenn ihr hier mal schaut, Tendenz, Oszillatoren, Volumen, Bill Williams, und dann gibt es aber noch so einiges mehr, was hier kommt. Und zum anderen, oder auch ganz wichtig, sind hier zum einen diese Add-on-Indikatoren, beziehungsweise dann gibt es später auch Add-ons, generell Add-ons, worüber wir jetzt dann auch mal sprechen werden, die dann hier bei dem Punkt Experten stehen. Ja, also man findet das alles, wenn man hier mal so ein bisschen sich durchscrollt, in diesem Navigator. Und wie kann man jetzt entsprechend einen Indikator installieren, beziehungsweise wie kriege ich diesen Indikator jetzt erstmal grundsätzlich in den Chart? Wir haben dann zum Beispiel, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir jetzt hier noch nutzen können, was ich euch an der Stelle dann gleich mal zeigen kann. Das ist nichts für hier. Moment, Moment, Moment. Das macht jetzt hier auch nicht so viel Sinn. Doch, den können wir mal reinziehen. Wir haben hier, ich habe einen Indikator, der heißt Mega Trading Hours. Der Indikator unterscheidet oder macht eine farblich andere Darstellung von Nebenhandelszeiten und Kernhandelszeiten. So ist es zum Beispiel aktuell im DAX zum Beispiel. Ja, der Xetra DAX, der startet um 9 und schließt um 17:30 Uhr. Dann gibt es Futures, die laufen mittlerweile seit in der Nacht um 1, aber ich finde, dass die Kernhandelszeit des Futures nach wie vor von um 8 bis 22 Uhr ist im DAX. Und um das farblich anders darzustellen, nun sind wir jetzt hier natürlich im Euro-US-Dollar, man könnte sagen, okay, im Euro-US-Dollar sagt man eben, es gibt so London Time oder eben New York Time, dass man sagt, okay, die Kernhandelszeit im Euro-US-Dollar ist auch meistens so zwischen 8 und 20 Uhr. Da passiert so das meiste im Euro-US-Dollar. Und dann kann man sich hier einfach sagen, okay, der Handelsstart ist eben entsprechend um 8 und das Handelsende ist ebenfalls um 8, beziehungsweise das ist jetzt noch der alte Indikator, den ich dann euch schon zuschicke. Da könnt ihr das wirklich so machen. Da gebt ihr um 8 ein, dann gebt ihr um 20 Uhr ein. Ich aktuell mit diesem Indikator muss noch darauf achten, dass ich die Zeit des Systems nutze, also nicht des Systems, sondern die Zeit des MetaTraders nutze. In dem Fall muss ich bei mir eine Stunde vorgehen. Ja, also ich muss jetzt hier statt um 8 um 7 eingeben und statt um 20 Uhr um 19 Uhr eingeben. Und hier steht dann, dass ich dann Kerzenfarben grau markieren. Jetzt klicke ich hier auf OK. Und jetzt seht ihr, dass aktuell sind wir in der Kernhandelszeit. Ja, und die Nebenhandelszeit, also was jetzt so 20 bis 8 Uhr ist, die wird im Prinzip grau dargestellt. Und man sieht auch schon hier relativ eindeutig, natürlich heute auch mit der EZB ist sowieso Volumen, ordentlich Bewegung, nicht nur Volumen, sondern eben auch ordentlich Volatilität reingekommen. Aber man sieht jetzt hier, dass das schon bis zum gewissen Grade Sinn macht. Denn meistens diese Phasen, die jetzt grau sind, also die Nebenhandelszeiten, die sind gar nicht so volatil. Für mich sind die Zeiten wichtig, wo eben wirklich Bewegung kommt. Das ist fürs Daytrading sehr wichtig. Und das sind dann meistens die Farben in den Kernhandels- oder die Phasen in den Kernhandelszeiten, wo dann eben dieser Chart auch farblich markiert ist. Ja? Und das ist halt ein Indikator, der recht interessant ist, den ich euch auch gern zuschicken kann. Wenn ihr jetzt mal nach links scrollen wollt, geht ihr hier oben einfach auf diesen Pfeil, der da grün ist, geht da, klickt da einmal drauf und dann könnt ihr mit dem Mausrädchen auch mal den Chart nach links scrollen beziehungsweise nach rechts scrollen und dann seht ihr, dass sich das eben regelmäßig farblich unterscheidet und dass die Phasen, die grau sind, in der Regel kleiner sind als die Phasen, teilweise wirklich, man sieht es hier mit extrem geringen Bewegungen, wenn man sich das hier jetzt mal anschaut, ja, ich markiere das mal, diese Phasen. Diese Nebenhandelszeiten, ja, die ja jetzt quasi grau markiert sind, ja, die sind im Verhältnis zu den dann bunt markierten Phasen wirklich sehr, sehr unvolatil. Und das ist eigentlich eine Phase, die dann auch uninteressant ist. Und da gibt es eben Märkte, das muss man halt wissen, das lernt man auch relativ zügig, auch gerade wenn wir bei uns im Live-Trading-Room oder im Livestream sind, kann man diese Fragen mal stellen, dann können wir das auch zusammen beantworten. Aber ihr seht, dass die Nebenhandelszeiten eigentlich die uninteressanten Phasen sind und die Kernhandelszeiten dann die Phasen, wo sich der Euro-US-Dollar etwas stärker bewegt, wobei man hier sagen muss, Euro-US-Dollar ist aktuell eh relativ unvolatil. Ja? Aber sowas habt ihr dann, die Möglichkeiten habt ihr. Und ihr seht ja gerade, ich habe jetzt im Chart gezeichnet, ihr habt hier oben auch Zeichenwerkzeuge im Chart drin, im MetaTrader. Also aktuell habe ich hier Kästchen gezeichnet. Man könnte jetzt auch hier diese Kästchenfarben verändern. Wie macht man das? Rechte Maustaste auf den Punkt Objekte gehen oder Chartfunktionen auf den Punkt Objekte gehen. Ja?
Und jetzt seht ihr hier, dass verschiedene Objekte drin sind. Und diese unteren drei, diese Rectangles hier, das sind diese drei grünen Balken. So, wenn ich den bearbeiten möchte, gehe ich hier drauf, gehe dann auf den Punkt hier rechts bearbeiten und kann jetzt hier zum Beispiel aus blau, aus grün blau machen. Gehe ich auf OK, zack, ist das Ding blau. Das mache ich mit dem nächsten dann zum Beispiel auch. Bearbeiten, die Farbe hier ändern, blau, zack. Und mache das auf OK. Und wenn ich hier einmal für so ein Kästchen die Farbe verändert habe, zeige ich euch gleich, und dann das nächste Mal so ein Kästchen zeichne. Ja, hier seht ihr dann auch also Mega Trading Hours, dass ich hier im Prinzip draufgehen kann und das bearbeiten kann. Das ist dann das Menü, was wir gerade schon hatten. Ja, diese Parameter hier. Und hier kann man zum Beispiel auch einen Text, der jetzt hier unten drin steht, den könnte man eben entsprechend verändern oder rausnehmen. Ja. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, was man so einstellen kann. Alles, was so Chart-Objekte-Darstellung und sowas im Chart ist. So, und wenn ich jetzt ein nächstes Kästchen zeichne, ja, wenn wir den Chart erstmal wieder nach links ziehen und jetzt uns mal hier wieder oben auf dieses Kästchen gehen und mal diese Nebenhandelszeit uns einzeichnen, seht ihr, dass das Feld sofort blau wird. Also das, was ich als letztes verändert habe an Farbe, das ist dann dort in den Einstellungen mit drin. Und das Gleiche gilt für Widerstands- und Unterstützungslinien. Wir gehen mal wieder zum Anfang des Charts, klicken mal hier oben einfach wieder auf dieses grüne Fältchen drauf, gehen an den Anfang des Charts und können jetzt hier zum Beispiel Widerstände und Unterstützungen einzeichnen. Einfach hier oben auf diesen horizontalen Strich gehen. Ja, man kann auch vertikale Striche machen, horizontale Striche, Trendlinien. Und horizontale Linien sind ja Widerstands- und Unterstützungslinien. Und da können wir hier zum Beispiel so einen Bereich reinlegen. Zack, haben wir hier eine Linie drin. Wir klicken dort wieder drauf. Kann man sich eben auch eine zweite Linie einzeichnen und so weiter. Und so baue ich mir dann sukzessive im Endeffekt die Charts auf. So könnt ihr das machen. Ihr könnt dann auch wiederum diese Linien bearbeiten. Auch wieder Chart-Objekte. Und dann habt ihr hier unten zum Beispiel jetzt zwei horizontale Linien, die ihr dann eben farblich oder eben auch von der Stärke, ihr könnt hier zum Beispiel auch gestrichelte Linien draus machen. Ja, Stärke ist hier. Ja, und ihr könnt jetzt hier mit dem Punkt, wobei, Moment, das geht nur mit der kleinsten Stärke, da kann man dann hier auch gestrichelte Linien zum Beispiel draus machen und macht die dann von mir aus rot. Ja, und geht auf OK. Und dann ist das jetzt hier unten dann entsprechend eben eine gestrichelte rote Linie. Ja, also da kann man sich völlig austoben. Das gleiche gilt für Trendlinien, das gleiche gilt für vertikale Linien. Also hier kann man sich wirklich nach rechts und links völlig austoben und seinen Chart einstellen, wie man das schlussendlich möchte. Ja. Wie ihr das dann eben reinzieht, es gibt zum Beispiel auch den Punkt Order-Historie oder was jetzt hier auch noch interessant ist, wenn man eben das holen möchte, zum Beispiel diese Add-ons. Wir schauen gleich mal, wie man das installiert. Aber ich möchte jetzt hier auch nochmal so ein klassisches Add-on reinziehen. Das ist immer Drag and Drop, ob es sei es jetzt so ein Indikator oder sei es eben auch die Add-ons. Hier zum Beispiel kann ich euch mal zeigen, was recht interessant ist, ist die Korrelationsmatrix. Oder nee, wir nehmen mal den Korrelationstrader. Wir nehmen das einfach, linke Maustaste, halten das Ding fest und schieben einfach das Ganze hier drüben in den Chart rein. So, jetzt kommt meistens dann irgendein Einstellungsmenü. In der Regel braucht man hier gar nichts großartig einstellen, sondern geht hier einfach auf den Punkt OK. So, jetzt wartet man kurz und dann öffnet sich hier ein Add-on. Ja, das sind meistens wie so ein zusätzliches Programm. Da öffnet sich meistens ein zusätzliches Fenster, wobei Indikatoren ja meistens im Chart dargestellt werden. Ja, und jetzt haben wir hier diese Korrelationsmatrix. Was ist das? Hier kann man sich im Prinzip zwei Charts gleichzeitig anschauen. Und im Endeffekt liest man hier dann prozentual eine Korrelation ab. Ich will jetzt gar nicht so großartig darauf eingehen, was sind Korrelationen, sondern einfach mal so ein paar Denkanstöße geben, euch zeigen, wie bestimmte Dinge gehen, so ein bisschen auf die schnelle Variante. Und normalerweise, das dauert hier so ein bisschen immer, sieht man jetzt hier auf der Oberseite, US 500 wird der S&P sein und auf der Unterseite der DAX. Jetzt seht ihr das in der Mitte hier relativ klein dargestellt, ja, diesen schwarzen Balken mit dieser Schrift. Einfach die Taste STRG auf der Tastatur drücken und am Mausrädchen drehen. Moment. Moment, Moment, Moment. So. Jetzt funktioniert das gerade bei mir nicht. Es hängt so ein bisschen. Aber dann bekommt man das jetzt. Ne, seht ihr, wenn man dann an der Maus dreht, dann wird das größer. Das liegt bei mir einfach daran, dass ich eine sehr, sehr hohe Auflösung an diesem Bildschirm hier habe und deswegen das sehr, sehr klein dargestellt ist. Wenn ihr eine höhere Auflösung habt, also eine geringere Auflösung, dann ist das von vornherein ein bisschen größer. So, was zeigt so eine Korrelationsmatrix jetzt? Das ist im Endeffekt eine Darstellung, wo ich dann Märkte mir miteinander vergleichen kann und eben positiv oder negativ korrelierende Märkte
mal mir anschauen kann. Und wir sehen grundsätzlich, dass die Indizes, also in dem Fall der S&P 500 und eben auch grundsätzlich der DAX, positiv miteinander korrelieren. Aber dass wir hier zum Beispiel zwischendurch mal eine negative Korrelation hatten, das war in diesem Fall, da ging im Endeffekt der S&P weiter nach oben und der DAX, der fing an zu fallen. Und wir haben eben aktuell eigentlich einen viel, viel schwächeren DAX als die US-Märkte. Und somit kann man das einfach mal miteinander vergleichen und schauen, viele fragen zum Beispiel, ja, ist denn jetzt der Euro-US-Dollar mit dem Öl oder mit dem Gold korrelierend oder negativ korrelierend oder was auch immer? Und dann kann man hier einfach entsprechend den Markt auswählen. Moment, da müssen wir das Zeichenwerkzeug wieder wegnehmen. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal den Goldpreis hier oben uns anschauen. Moment. Klickt man einfach rein. Max Xau ist ja quasi, Moment, AU. XAU US-Dollar ist ja quasi das Kürzel hier für Gold. Na, dann ist jetzt hier oben Gold drin und dann nehmen wir hier unten zum Beispiel mal den Euro US-Dollar, Euro und wählen dann, machen US-Dollar, zack, Euro, so, zack, wählen den US-Dollar aus und jetzt sehen wir, dass wir hier erstmal eine Korrelation uns darstellen auf dem H1. Das ist jetzt der Stundenchart. Man könnte das auch auf Tagesbasis machen. Machen wir mal auf Tagesbasis. Und dann können wir hier schauen, ist denn das positiv korrelierend? Wir sehen aktuell, dass hier dieser Prozentsatz nicht relativ hoch ist. Also es ist nicht so positiv korrelierend. Und wir sehen auch aktuell größtenteils eigentlich sauber steigenden Goldpreis auf 6-Jahres-Hochniveau. Und wir sehen grundsätzlich hier dann auch heute, gerade heute eben und in den letzten Tagen einen sehr, sehr schwachen Euro und eigentlich einen sehr, sehr starken Goldpreis. Also hier ist die Korrelation aktuell nicht so positiv. Aber so seht ihr mal, dass man im Endeffekt Add-ons reinzieht in den Chart, wie sie auch immer heißen. Da gibt es das Mini-Terminal, den Market Manager. Es gibt auch noch die Korrelationsmatrix. Da sieht man in einer tabellarischen Darstellung die verschiedensten prozentualen Korrelationen und so weiter. Also hier gibt es diverse Möglichkeiten, sich da noch so ein bisschen Hilfsmittel zusammenzulegen. Wobei ich mit der Korrelationsmatrix und mit dem Korrelationstrader, das nutze ich schon hin und wieder. Alles andere ist jetzt nicht ganz so wichtig für mich. Also da baue ich mir entweder selbst Indikatoren oder irgendwelche Möglichkeiten der Darstellung. Aber einiges von den Add-ons nutze ich, aber einiges dann eben entsprechend auch nicht. Ich lese mal ganz kurz im Fragefeld. So, also kann man Aktien auch physisch leer verkaufen? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, fragt der Jens. Ich glaube, die physischen Aktien kann man nicht leer verkaufen, aber man kann das Ganze natürlich dann entsprechend mit einem CFD umsetzen. Denn der Effekt ist ja natürlich logischerweise der gleiche. Nur dass man hier gegebenenfalls, da muss man ein bisschen gucken, eventuell Swap-Kosten hat, wenn man sie länger hält. Kurzfristig fällt das nicht auf. Aber wenn man natürlich Aktien lange, lange hält, dann muss man hier mal schauen, dass man eventuell Finanzierungskosten hat. Christian fragt, gibt es eine Einstellung, um im Chart zum Beispiel DAX nur von 8 bis 22 Uhr anzeigen zu lassen? Nein, das habe ich jetzt auch mit meinem Programmierer geklärt. Es wäre theoretisch machbar. Also wer da den Wunsch hat, den Chart wirklich da komplett auszublenden, ja, also dass wirklich unten auch die Zeitleiste um 22 Uhr aufhört und dann eben um 8 auch unten erst wieder anfängt, so wie es im Prinzip im Future früher der Fall war, jetzt fängt ja auch der DAX Future schon in der Nacht um 1 an. Das kann man programmieren, es ist technisch möglich, aber es ist ein ganz schöner Aufwand, ne? Weil man muss hier so einiges überlisten in der eigentlichen oder der eigentlichen Darstellung vom MetaTrader. Es ist nicht so einfach möglich. Also ich kann nicht, in manch anderen Softwarelösungen geht das, im MetaTrader geht es nicht so einfach, dass ich einfach sage, okay, Euro US-Dollar soll irgendwie nur von 8 bis 22 Uhr angezeigt werden und dann blendet er quasi diese jetzt hier grau eingestellten Kerzen aus. Das geht leider nicht so. Man kann natürlich sagen, können wir mal kurz machen, man macht einfach diese Kerzen weiß. Das haben wir dann auch in diesem Indikator, den ich euch zuschicke. Da kann man das automatisch relativ einfach machen. Ich muss es jetzt hier noch so ein bisschen komplizieren. Im Moment müssen wir sowieso in den Indikator reingehen. Zack, und Mega Trading Hours editieren. Und wir müssten hier jetzt quasi weiß eingeben. Ja, zack, und gehen auf OK. Und zack, dann fehlt das komplett. Ja, aber dann hat man natürlich Lücken. Ja, das sieht natürlich auch nicht schön aus. Aber jetzt fehlt im Endeffekt, fehlen die kompletten Nebenhandelszeiten im Chart. Ja, man möchte natürlich, dass das jetzt noch zusammenrückt. Und das geht leider Gottes nicht so einfach.
Genau. Ja, ich denke auch, in Grau ist das schon recht in Ordnung, aber so wäre es eben auch eine Möglichkeit, um sich das anzeigen zu lassen. Andreas fragt, ich kann mit MetaTrader 5 die Funktion Marktübersicht nicht finden. Eigentlich relativ einfach. Gehen wir hier oben auf den Punkt Ansicht. Da müsste das im Prinzip sein. Wir können das auch gleich nochmal kurz checken. Gehen wir auf den MetaTrader 5 und gehen da mal kurz drauf. Warten wir kurz, bis er offen ist. Dauert kurz. Wir lassen den mal kurz laden. Machen mal an der Stelle hier erstmal weiter. Also das denke ich jetzt ist auch klar. Und wie gesagt, wenn ihr diesen Indikator haben wollt, dann ist es, schreibt das auch in die Mail mit rein. Es gibt noch einen weiteren Indikator und den geben wir jetzt mal am Dow Jones durch. Jetzt mal ganz kurz der Ausflug weg vom von den Metatrader-Sachen, sondern mal kurz zum Markt. Wir haben ja heute wirklich einen sehr, sehr volatilen Markt. Wir hatten ja heute die EZB-Zinsentscheidung. Es wurde nichts verändert. Das wurde vom Markt erstmal negativ abgestraft. Dow Jones, S&P, DAX sind alle auf dem Südweg nach unten. Und wir hatten hier gerade in dem Livestream US Opening Bell diesen grünen Bereich festgelegt, der dort als Widerstand sehr, sehr interessant war, als Bereich zum Verkaufen interessant war. Und ihr seht, dass dieser dann auch sehr, sehr gut gehalten hat. Also für diejenigen, die das jetzt gemacht haben, die jetzt hier mit dabei sind, ich persönlich, der Stop, mein Stop war hier oben, relativ weit oben oder ist da weit oben gewesen und hat jetzt aktuell, sind wir hier schon auf diesen Hochs. Ja, also der Einstieg, der hier relativ gut somit jetzt stattgefunden hat, wir haben jetzt noch ein Mini-Risiko auf dieser Position, gehen aber davon aus, dass wir eben den Bereich um die Marke in etwa 27.075 bzw. 27.050 anlaufen können. Der Ausflug nur mal kurz, das hatte ich denjenigen versprochen, die in den Livestreams und Live-Trading-Räumen immer mit dabei sind, um jetzt hier mal kurz den Markt nochmal zu cushen. Mal schauen, ob wir die Schwäche sehen, aber wir sehen erstmal wunderbar, wie dieser grüne Bereich hier reagiert hat. Gut, was ich euch jetzt hier bezüglich des Add-ons nochmal zeigen will, wir haben hier noch einen weiteren Indikator und dann gehen wir auch gleich mal darauf, wie bekomme ich die in den Chart rein, denn ich weiß, da gibt es öfters Schwierigkeiten. Ihr seht hier noch diverse, ich nehme mal ganz kurz die Fibonaccis hier raus. Moment. Moment. Müsste das hier sein. Ja, einfach, wenn ihr was löschen wollt, ne, das Fibo raussuchen. Ich habe meistens keine Fibos drin, das wird das Einzige. Dann auf den Punkt löschen gehen. Ja, und dann sind hier erstmal die Fibonaccis raus. So, und jetzt seht ihr hier noch so blaue Zahlen mit Prozentangaben, noch mit grauen Zahlen und Strichen. Es ist so, wenn ein Markt, hier jetzt in dem Fall der Dow Jones, der bewegt sich natürlich fast durchgängig. Ähnlich wie der Euro-US-Dollar. Und auch hier seht ihr, das erkennt man jetzt vielleicht nicht so gut. Wir haben hier auch diesen Indikator drin, der da ausgraut. Ja, Nebenhandelszeiten, Kernhandelszeiten. Und dieser Indikator, der da zusätzlich noch mit drin liegt, wenn wir jetzt mal, ich mache das mal kurz in Grau, um das euch schematisch darzustellen. Habe ich die Farbe Grau hier überhaupt? Nein, ich muss es in Schwarz machen. So, also der Markt bewegt sich zu einer Zeit, die noch eine Nebenhandelszeit ist. Jetzt kommt die Uhrzeit 15:30 Uhr, wo die US-Märkte aufmachen. Und wir hatten am Schluss irgendwann einen Schlusskurs um 22 Uhr. Und vorher bewegt sich der Markt ja hoch und runter irgendwo und endet, machen wir so, endet an einem bestimmten Punkt. Dann kommt eine Nebenhandelszeit und zwar 22 Uhr bis zum nächsten Tag 15:30 Uhr. Und dann geht wieder die Kernhandelszeit los. Dann ist das wieder farblich. Ne? So, zack. Und jetzt gibt es sogenannte Gaps, und zwar zwischen dem Schlusskurs der Kernhandelszeit, also diesem Kurs hier unten, und dem nächsten Tag, dem Eröffnungskurs um 15:30 Uhr. Das sind Lücken, Gaps, die recht interessant sind für Handlungen. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wie. Es sind halt interessante Bereiche. Und was macht dieser Indikator? Der zeichnet dann an diesem Schlusspunkt im Endeffekt einen Strich. Ja, das sind diese blauen Striche hier, diese. Ja, und schreibt dann dorthinter, an welchem Tag im Prinzip dieser Schlusskurs markiert wurde. Ja, in dem Fall hier der 28.06., das ist diese Zahl. Schreibt dann dahinter den Kurs und wie viele Punkte der Markt von diesem oder wie viel von diesem Gap noch offen ist. Und das ist dann im Endeffekt in diesem Fall die Lücke von diesem Tiefpunkt hier hinab zu der Schließung dieses Gaps.
Also der Punkt, der in einer Kernhandelszeit mal angelaufen wurde, die Differenz zu diesem Gap, das ist im Prinzip diese Zahl. Was bedeutet das für uns? Es ist recht interessant. Schaut mal hier, da war auch mal so ein Gap offen. Und nicht selten ist es so, dass der Markt solche Bereiche ganz gerne anläuft. Somit kann man diese Bereiche ganz gerne als Ziel nehmen, als realistische Ziele. Wir hatten hier dann auch heute zum Beispiel mit der Abwärtsbewegung einen Gap geschlossen. Auch so ein realistischer Zielpunkt. Und somit sind solche Bereiche in der Zukunft immer recht interessant. Und dieser Indikator zeigt mir das eben an. Und das ist ganz interessant, zum Beispiel in Indizes. So, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie kann ich denn so ein Ding installieren? Und das ist das, was ja viele Leute interessiert, auch an dieser Stelle. Man lädt sich irgendwo, Moment, ach, jetzt hat der MetaTrader 5 offen. Gehen wir mal auf Ansicht. Und dann haben wir hier den Punkt Marktübersicht. Ne? Hier. Ich habe aber, wer hat es gerade gefragt? Andreas. Ja, auf den Punkt Ansicht. Man hat hier oben, ich sagte ja, im MetaTrader 5 fehlen manchmal die Icons. Auf den Punkt Ansicht gehen, auf den Punkt Marktübersicht und dann öffnet sich hier, schließen wir das hier unten mal genauso und dieses Feld Marktübersicht. Ne? Gut. Ihr bekommt, wenn ihr externe Indikatoren installiert, wenn ihr zum Beispiel auch MetaTrader-Add-ons oder irgendwas installieren wollt, habt ihr in der Regel Exe 4 Dateien oder Ex-Dateien. Ja? Das ist dieser zum Beispiel dieser Mega Trading Hours und das ist dieser Indikator, der diese Gaps zum Beispiel anzeigt. Nur die habe ich jetzt mal zum Zeigen einfach auf meinen Desktop gezogen. Man hat diese meistens im Download-Ordner drin. Also wenn ich sie irgendwo downloade, sind sie auf dem Rechner im Download-Ordner drin. Und diese beiden Dateien brauche ich. Also ich muss wissen, wo die liegen. In dem Fall liegen sie jetzt auf dem Desktop. Und in der Regel, wie gesagt, hat man diese im Download-Ordner drin. Und jetzt gibt es herkömmliche Herangehensweisen, wie man sowas installieren kann. Ich zeige euch jetzt aber mal so einen kleinen Umweg, der dort recht effektiv ist, weil es ist nicht selten so, dass ich nach herkömmlicher Herangehensweise Indikatoren installiere, sie dann aber später auf dem Rechner doch nicht finde. Somit zeige ich euch jetzt einen Weg und da gibt es hier diesen Button oder dieses Feld Meta Quotes Language Editor. Keine Angst, es wird jetzt nicht so kompliziert. Wir klicken einfach mal da drauf. Den gibt es im MetaTrader 5 auch. Moment, dort ist er hier, ja, MetaQuotes Language Editor, ja, also man kann das gleiche im MetaTrader 5 auch machen. Das sieht jetzt sehr kompliziert aus, was hier, weil das ist auf einmal Programmiersprache und alles völlig uninteressant für uns. Wir brauchen einfach nur hier an der Seite diesen Indikatorpunkt finden, also dieses im Navigator, da gibt es auch wieder einen Navigator, den Punkt Indicators und hier gehen wir einfach mal mit der rechten Maustaste rauf. Und wollen hier Datei öffnen machen. Also, wir suchen uns in diesem Navigator, das öffnet sich dann automatisch, den Punkt Indicators. Es kann auch sein, dass es manchmal Indikatoren heißt, aber in meinem Fall heißt es auf jeden Fall auf Englisch jetzt Indikatoren, rechte Maustaste, Datei öffnen. Kurz warten und dann öffnet sich ein Explorer-Fenster. Und ihr seht, dass jetzt hier eine ganze Menge Indikatoren hinterlegt sind und wenn man jetzt hier mal weiter scrollt, JFD, Gravity, beziehungsweise diese ganzen Add-ons, andere Indikatoren, hier unten ist dieser WG Cash Close, den ich eben schon mehrfach installiert habe, was ich euch gerade gezeigt habe. Und ihr seht jetzt hier oben, in dieser Adresszeile hier oben, ja, dass das eine extrem lange Adresszeile ist, also eine sehr, sehr versteckter Pfad, den man so einfach nicht findet. Aber hier, das ist wirklich im Endeffekt der Pfad, der Ordner, wo diese Indikatoren alle drin liegen. Wir gehen nochmal den Weg durch, weil ich habe es letztes Mal schon erklärt, und es kam doch immer wieder die Frage. Ich schließe das nochmal. So, auch den Ordner haben wir den jetzt noch offen. Indicators hier, den schließen wir nochmal. Ja, dass wir bis dahin jetzt nochmal gehen. Wir gehen auf den Punkt hier oben, auf den Button MetaQuotes Language Editor. Klicken dort drauf, linke Maustaste. Dann öffnet sich dieser MetaQuotes Language Editor. Sieht aus wie so ein Programmierprogramm. So, jetzt suchen wir links den Punkt Indicators. Wir klicken hier mit der rechten Maustaste drauf. Dann kommt dieses Feld. Gehen auf Datei öffnen. Warten kurz. Dann öffnet sich ein Explorer-Fenster des Rechners. Und hier, da in diesem Feld liegen jetzt die ganzen Indikatoren drin. Und hier in diesem Bereich müssen wir die Dateien, das kann man jetzt nach unten legen, das brauchen wir nicht mehr. Wichtig war für uns jetzt, dass wir diesen Ordner, diesen Pfad hier bekommen. Ja, weil hier kommt kein Mensch so schnell hin. Das findet man nicht. Gerade hier mit dieser Zeit, da geht man nie hin. Ja? Also der Pfad hier oben ist wichtig. Wir müssen in diesem Ordnerbereich sein. So, und jetzt können wir ganz simpel einfach diese beiden Indikatoren kopieren
oder auch einfach nur nehmen. Also man markiert sie oder man kann sie auch einzeln anklicken, linke Maustaste halten und nehmen und hier reinschieben. So, ich lasse jetzt meine Maustaste nicht los, weil ich habe den ja schon da drin. Ich will ihn nicht noch 20 Mal drin haben. Wenn man jetzt loslässt, dann ist dieser Indikator oder diese Datei in diesem Ordner hier drüben drin. Ja, können wir mal nach unten scrollen. Na, ihr seht hier unten, das habe ich schon ein paar Mal gemacht mit diesem WG Cache Close. Ne? Einfach nehmen, hier rüberziehen und dann würde der jetzt hier nochmal drin liegen oder sich teilweise ersetzen. In dem Fall würde er sich, glaube ich, sogar ersetzen hier mit diesem. Aber egal. Ihr seht, der ist jetzt hier schon drin. So, wenn ihr das gemacht habt, und es kann sein, dass ihr diese nicht auf dem Desktop habt, sondern dass ihr euch dann nochmal zusätzlich den entsprechenden Download-Ordner sucht. Könnt ihr hier auf, Moment, Downloads gehen. Ja, und dann habt ihr hier das, was ihr alles so in letzter Zeit mal downgeloadet habt. Und da müssten die Indikatoren dann drin sein. Und dann nehmt ihr euch den aus dem einen Ordner und schiebt den in diesen Ordner hier rein. So, wenn ihr das getan habt, solltet ihr, es gibt noch eine andere Möglichkeit, aber trotzdem, ich empfehle an der Stelle, auch wenn es immer eine Minute länger dauert oder nicht mal eine Minute länger dauert, ich empfehle den MetaTrader komplett zu schließen. Ja, oben rotes Kreuz schließen und im Endeffekt dann wieder neu zu öffnen. Zack. So. Und warten wir kurz. Wie gesagt, das dauert ja immer ein paar Minuten, auch bei mir, gerade bei mir, weil eben so viele Fenster offen sind, so viele Märkte offen sind, dass der natürlich ein bisschen länger braucht, um hochzufahren. Wenn man da irgendwie nur vier Märkte offen hat, geht das ein bisschen schneller. Aber bei mir sind es mittlerweile irgendwie 40, 50 Märkte, die offen sind. Das muss ich definitiv mal aufräumen. Führt auch dazu, dass teilweise der MetaTrader ein bisschen lahmer ist, langsam. Aber ja, und ihr seht, dass auch das Hochfahren entsprechend ein bisschen länger dauert. Ich nutze das mal kurz, um einen Schluck zu trinken. Moment. Das war ein Schluck Wasser, jetzt kommt nochmal der Schluck Kaffee hinterher. So, jetzt ist der MetaTrader wieder offen. Ja, das brauchen wir nicht, das ist noch von vorhin. So, jetzt gehen wir wieder in diesen Punkt Navigator. So, und jetzt findet ihr auch hier links in dieser Spalte den dann reingezogenen Indikator, den man sonst nicht gefunden hat. Ja? Und kann ihn dann, wie vorher ja beschrieben, entsprechend nutzen, einfach reinschieben. Wir können den hier nochmal rausnehmen, diesen WG Cache Close. Ich lösche den mal kurz. Jetzt seht ihr, dass dieser Indikator mit diesen ganzen Strichen und Zahlen raus ist und schiebe ihn wieder rein. Ja. Muss bei mir jetzt hier in dem Fall noch das abändern auf 1, weil, wie gesagt, mein MetaTrader verschoben ist. Von der Zeit her bestätige das und jetzt kommt hier genau da, zack, sind diese Zahlen wieder und die Striche wieder und es verschafft mir halt einen Überblick zu offenen Gaps. Ja? Gut, gibt es von eurer Seite erstmal noch Fragen? Ansonsten würde ich jetzt nochmal ganz kurz auch das Ordern durchgehen. Also wie kann man ordern, beziehungsweise wie mache ich das? Relativ simpel. Was wichtig ist, wenn man diese einfache Order-Funktion nutzt, man kann natürlich hier sich auch mit dem Mini-Terminal beschäftigen. Ja? Das können wir gerne beim nächsten Mal dann nochmal machen, wo man natürlich auch mit ordern kann. Allerdings mache ich es herkömmlich ganz simpel. Man hat verschiedene Möglichkeiten zu ordern. Ich habe hier oben mit diesem kleinen Mini-File, ja, da kann ich mal draufklicken, öffnet sich hier oben so ein kleines Feld. Und ihr seht, dass da Bid- und Ask-Kurse erscheinen und laufen. Ja. Und ihr seht die Buy-Seite, ihr seht die Sell-Seite und ihr seht hier aktuell eine 1 drin stehen. Wichtig erstmal ist dieses Feld hier. Weil hier muss man wirklich aufpassen beim MetaTrader. Das ist so eine kleine Fallstrick. Wenn ihr entsprechend zum Beispiel Aktien, ja, ihr kauft 100 Aktien, weil eine Aktie günstig ist und kann man sich ja auch immer locker 100 Stück leisten, ja. So, jetzt geht ihr allerdings wieder in den Dow Jones oder auch in irgendein Währungspaar, ins Gold, in irgendein Commodity oder was auch immer. Und manchmal ist es so, dass ich dann, wenn das hier zu ist, weiß ich jetzt aktuell nicht, welche Positionsgröße würde er denn jetzt aktuell nehmen. Und in dem Fall jetzt hier, wenn ich jetzt hier die rechte Maustaste klicke und hier eine Sell Limit Order reinlege, dann liegt diese Sell Limit Order im Dow Jones jetzt hier mit 100 drin. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ist ein Live-Konto jetzt hier, dass das jetzt nicht ausgeführt wird. Denn jetzt würde ich an dieser Stelle 100 CFDs im Dow Jones auf der Short-Seite eingehen. Das bedeutet 100 € pro Punkt.
Und wir sind jetzt aus unserem Verkaufsbereich hier um die Marke 220 oder um die Marke 200 mittlerweile schon 70 Punkte gefallen. Das wäre natürlich schön auf der positiven Seite, negativ auf der negativen Seite, denn 70 Punkte mal 100 sind mal kurz 7000 Euro, plus oder minus. Das ist ein bisschen fett. Ja, von daher muss ich natürlich so ein bisschen aufpassen, welche Positionsgröße ist hier oben eingestellt. Und das ist halt die simpelste Art, die Positionsgröße im Endeffekt zu ändern, indem man dann hier einfach sagt, okay, ich gebe jetzt da 5 ein. Ja? So, und jetzt habe ich Positionsgröße 5. Jetzt könnte ich Market, also die schnellste Orderart ist immer Market, hier kaufen und verkaufen. Ich persönlich arbeite sehr, sehr viel mit Limit Orders, die dann zwar MetaTrader oder für CFDs zu Market Order werden, aber genauso wie ich es gerade getan habe. Ich möchte jetzt in den seltensten Fällen direkt rein, sondern sage dann zum Beispiel, okay, wenn der Markt nochmal ein Stück steigt, möchte ich verkaufen, sprich rechte Maustaste. Und hier ist es immer wichtig, ich mache das Bild mal ein bisschen größer, dass ihr das erkennt. Ja. So, wenn ich jetzt, ich zeichne das mal kurz ein, um das auch wirklich dass man weiß, was man da macht und das relativ einfach ist. Wenn ich jetzt in diesem Moment, wo wir jetzt aktuell uns befinden, entscheide, ich möchte in diesem Bereich hier verkaufen, ja, weil ich einfach sage, okay, der Markt könnte ja jetzt auch nochmal ein Stück steigen, ne, um dann weiter zu fallen. Klassische Muster eines Marktes. Ein Markt läuft im Zickzackmuster abwärts und entscheide mich aus irgendwelchen Gründen jetzt im Bereich. Und wenn man das hier mal sagt, das ist so vielleicht so die 57 oder 55, ja, 27.155. Ich rede meistens dann nur von den letzten Stellen. Dann nehme ich ganz einfach, man kann das ja grob, man sieht ja hier, nehme die Maus einfach dorthin, wo ich verkaufen möchte. Ich, da der Markt jetzt gerade hochkommt, wähle jetzt mal ein Level ein Stück weiter höher, weil ich möchte jetzt hier nicht einfach wild eine Order eingeben. Rechte Maustaste und jetzt kommt hier oben Sell Limit genau auf dem Punkt, wo wir mit der Maus waren. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben im Bereich um die Marke 27.350 die rechte Maustaste klicke, dann haben wir einen 27.356,18. Dort war gerade meine Maus. Wenn ich jetzt hier unten irgendwo kaufen möchte, kann ich hier unten reinklicken und dann würde er ein Buy-Limit an die 27.090 legen. Also immer da, wo ich mit der Maus bin, rechte Maustaste, Sell-Limit. Jetzt liegt genau da der Punkt. So, und jetzt kommt noch der nächste gute Punkt. Jetzt kann ich diese Sell-Order verschieben, wie ich möchte. Hier zum Beispiel hin, loslassen, also linke Maustaste halten, diese verschieben, linke Maustaste loslassen und dann kann ich diese Order relativ schnell anpassen. So mache ich das. Ja, also meistens bin ich nicht derjenige, der hier irgendwie Market auf irgendeine Position drauf springt, sondern warte hier meistens ab, dass nochmal irgendwie eine Gegenreaktion kommt. Diejenigen, die mich schon des Öfteren verfolgen, die wissen das. Und von daher kann ich hier ganz simpel damit arbeiten. Denn dieses Mini-Terminal oder auch dieses Terminal hier, das ist meistens nur für Market Orders. Das ist für mich recht uninteressant, sondern in den meisten Fällen möchte ich, selbst wenn es nur ganz knapp ist, ja, dass ich jetzt wirklich nur darauf setze, dass der Markt nochmal 2, 3 Pünktchen zurückkommt, ja, dann lege ich dann ganz knapp rechte Maustaste. Sell Limit, draufklicken, bestätigt, fertig. Ja, das geht ruckzuck bei mir. Also ich kann hier wirklich sehr, sehr schnell auch ordern, und setze aber in meisten Fällen eben auf diese Limit Orders, die in dem Punkt, in dem Moment, wo sie ausgeführt werden, wo der Markt dorthin kommt, dann automatisch zu so einer sogenannten Market Order werden. Im Normalfall im Future-Bereich ist ein Limit Order ein bisschen was anderes, aber hier wird es dann zur Market Order. So. Und so agiere ich. Relativ simpel. Und das Wichtigste ist hier zu wissen, dass man zum einen die Positionsgröße hier oben beachtet. Man kann das natürlich auch noch anders machen. Ja, gehen wir mal wieder. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Hier sind noch Orders drin. Die nehmen wir mal wieder raus, dass die jetzt nicht hier drin bleiben. Nochmals kurz der Gedanke, wir wollen an dem Punkt hier, ich sag mal hier oben, verkaufen. Ja, also wenn der Markt jetzt irgendwie wieder zurückkommt, wollen wir halt da verkaufen. So, das ist der Gedanke. Und das hatten wir ja gerade schon. Jetzt kann man wieder rechte Maustaste dorthin machen und geht auf den Punkt Handel. Jetzt hätte man hier auch die Möglichkeit, noch ab diesem Punkt erst zu kaufen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert für diejenigen, die teilweise vielleicht ein bisschen neu dabei sind. Warum denn erst da oben kaufen, wenn man doch da unten kaufen kann? Es gibt Situationen, da möchte ich nun mal dann erst zum Beispiel dort oben kaufen, kann man sich einstoppen lassen, nimmt die Orderart Buy Stop und lässt sich dann sogenannt einstoppen. Man kann aber auch hier auf den Punkt neuen Auftrag gehen. So, jetzt kommt ein Feld, das kommt bei mir gerade auf einem anderen Bildschirm. Ich ziehe das mal rein. Jetzt kommt hier so ein Order-Feld, ja, so ein Order-Ticket. Und hier kann ich jetzt diverse Einstellungen machen. Hier kann ich natürlich auch nochmal das Volumen verändern. Das, was wir hier gerade oben mit der 5 gemacht haben, da kann ich jetzt auch eine 5 einstellen oder eine 8 einstellen oder ich kann das natürlich auch mit dem Mausrädchen hier bewegen. Kann jetzt hier als Volumen in dem Fall maximal 8 wählen, aber das kann man natürlich auch dort oben links noch höher wählen. Kann dann hier im Endeffekt ein Stop-Loss
wählen, von vornherein eben sagen, okay, Stop-Loss an der Stelle, kann einen Take-Profit wählen und würde hier dann eben auch eine Market-Order eingehen, aber da ich ja meistens mit Limit-Orders und sogenannten Pending-Orders arbeite, und jetzt wollen wir dort verkaufen, muss ich ein Sell-Limit auswählen zum Preis von, da hatten wir ja dann geguckt, das war so der Bereich um die Marke 27.240, gebe ich hier dann ein entsprechend 27.240. Ihr seht, das ist ein bisschen komplizierter, aber es geht auch. Da kann man ganz in Ruhe seine Orders eingeben, kann von vornherein den Stop eingeben, hier im Bereich 27.000. Wir wollen ja verkaufen, Stop muss halt sozusagen größer sein, können wir zum Beispiel auf die 300 packen. 27.300, machen wir hinten auch noch eine 0,0 draus. So, 27.300 haben wir 60 Punkte Risiko und können hier, wenn wir wollen, mache ich sehr selten, aber kann man hier zum Beispiel auch noch an die 27.000 zum Beispiel, packt man im Endeffekt hier dann ein Take-Profit rein. So, jetzt ist alles voreingestellt, Pending Order, und jetzt kann man das hier noch, kann man noch einen zeitlichen Verfall einstellen. Also, wenn man jetzt nur möchte, dass diese nur bis heute Abend gültig ist, ja, dann gibt man hier irgendwie, weiß ich nicht, 25.07. 20 Uhr ein. Beziehungsweise hier muss man immer darauf achten, auf welcher Uhrzeit, auf welcher Ebene läuft der MetaTrader, das ist ganz wichtig. Und dann geht man auf Platzieren. So, zack, und jetzt liegt diese Order drin. Was hatten wir gesagt? Der Einstieg war im Bereich 240, hier liegt diese Order. Der Stop war im Bereich um die Marke 27.300. Und der Take-Profit, da müssen wir ein bisschen das Bild zusammenscrollen, wie das geht, einfach hier links in die Skala reingehen, linke Maustaste gedrückt halten, dann kann man den Chart quasi so zusammenziehen. Und jetzt sehen wir, dass wir im Prinzip gerade eine komplette Order mit Stop und Take Profit kreiert haben. Hier ist der Einstieg, hier ist der dazugehörige Stop. Also wir bauen darauf, dass der Markt nochmal so ein Stück zurückkommt, aber eben nicht weiter. Ja, dass er hier in dem Bereich dann irgendwie dreht, nach unten weggeht, idealerweise in den Take Profit rein und haben hier unten den Take Profit. So, und der ist aktuell, diese Order, die jetzt hier aktuell als Take Profit drin liegt, wenn der Markt direkt jetzt hier hinfällt, passiert damit gar nichts. Ja, also der Take Profit, der wird erst aktiv für diese Order, wenn diese aktiviert wird, indem der Markt dorthin läuft. Ja, auch der Stop, ich meine, klar, wenn wir jetzt hier durch diese Order durchlaufen, ist natürlich die Order aktiv, aber der Stop hier oben, der tut auch erstmal theoretisch nichts zur Sache. Also es ist wirklich wichtig für diese voreingestellte Geschichte, die wir jetzt gerade gemacht haben, dass natürlich die Order erstmal ausgelöst wird, bevor dann in dem Fall der Markt zum Take-Profit läuft. Natürlich vorher passiert hier unten mit diesem Take-Profit nichts. Also wenn der Markt direkt nach unten läuft, hat das keine Relevanz dort unten. Ja. Sowas kann man natürlich, und da können wir aber auch gerne beim nächsten Mal angreifen. Das kann man noch ein bisschen komfortabler machen, vielleicht auch teilweise für den einen oder anderen noch übersichtlicher, aber mir reichen diese Herangehensweisen, weil es ist alles, was ich brauche. Ich muss irgendwie Orders da reinlegen können. Wir bauen jetzt gerade auch noch ein Panel, ein interessantes Panel, wo man das vielleicht ein bisschen, mal sehen, für den einen oder anderen ein bisschen vereinfachter hinbekommt, auch in verschiedenen, etwas umfangreicheren Lösungswegen. Wie löscht man jetzt das Ganze? Man geht hier, also man kann jetzt, das will ich noch mal kurz zeigen. Ich kann jetzt diese komplette Order in dieser kompletten Konstellation mit Stop und Take Profit verschieben. Dafür sollte man auf die Order gehen. Die Order ist ja das, also die Kernorder. Das links anklicken, linke Maustaste gedrückt halten, dann kann man dieses ganze Konstrukt komplett verschieben. Ich kann es zum Beispiel nach oben verschieben. So, zack. Jetzt müsste der Markt erstmal bis dorthin laufen. Also hier wieder steigen bis in diesen Bereich, um dann hier diese Verkaufsorder auszulösen. Wenn er weiter steigt, wird man hier ausgestoppt. Wenn der Markt aber dann hier dreht und in Richtung Take Profit läuft, wird man hier unten mit einem Gewinn rausgeholt. Ja, also ich kann das Ganze im Ganzen verschieben. Ich kann jetzt natürlich auch einzeln den Take Profit oder den Stop verschieben, indem ich natürlich auf den Stop gehe und den jetzt eben vergrößere oder verkleinere. Und ich kann natürlich auch auf den Take Profit gehen, indem ich vergrößere oder verkleinere. Und ich kann dann wiederum auf die Order an sich gehen und kann dieses ganze Konstrukt auch wieder verschieben. Ja, also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, interessante Möglichkeiten. Wie lösche ich das Ganze? Dafür gehe ich auch auf die Order. Ich könnte auch einzeln, können wir mal machen, erstmal den Take Profit löschen. Rechte Maustaste, Take Profit löschen. Ich könnte auf den Stop gehen. Moment. Das muss immer erst so markiert sein. Rechte Maustaste, Stop löschen. Oder ich gehe eben komplett auf die Order und gehe auf Löschen. Wenn ich jetzt auf Löschen klicke, ist alles weg. Dann ist die Order natürlich weg, inklusive des Stops und des Take Profits. Ja, ne? Olaf fragt, ob ich dann irgendwann dieses Mini-Terminal mit seinen Features vorstellen kann. Ich nehme mir das mal fürs nächste Mal vor. Ja, ich schreibe es mir mal auf. Mini-Terminal, ne?
und werde das dann mal durchgehen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, wir sind dann schon wieder am Ende. Wenn ihr weitere Fragen habt zum MetaTrader, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich habe sie euch ja gegeben. Wenn ihr hier irgendwelche Anregungen auch habt, Fragen habt, gegebenenfalls leite ich sie an den Support weiter oder vielleicht kann ich sie auch selbst beantworten. Ich werde jetzt, Nicola fragte es am Anfang, den Gravity-Indikator mal erklären als ein Video, als ein Add-on-Video. Und ich werde auch nochmal diese Funktion, wie ich Indikatoren installiere, zeitnah als Video online stellen. Also wenn ihr da euch das nochmal anschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr könntet wieder so ein paar Pünktchen mitnehmen für euch. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderbaren Nachmittag, ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Ansonsten geht es morgen 8:50 Uhr mit dem Livestream DAX Long oder Short wieder los. In diesem Sinne euch erstmal Good Trades und nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.